this holiday season, evil has met its match in the proud tradition of movies with proud traditions. Five action heroes set out on an adventure that could only end one way. In a food fight. With Diddy, Lanky, Chunky, Tiny, and Donkey Kong himself in his most challenging role ever. Too big to be a movie. Too dumb to be a book. Too hairy to be anything but Donkey Kong 64. So big, we had to include an expansion pack to get it all in. So ask yourself, are you getting enough fruit in your diet? Hallo, ich bin's. Und wie hat euch der Werbespot gefallen? Ein englischsprachiger, ich glaube aus den USA, zu Donkey Kong 64. Und mein Gott, diese Charaktermodelle, ne? Habe ich euch wieder euren Horizont erweitert, oder? Ich finde schon, jetzt wisst ihr mehr als vorher und seht das Spiel mit anderen Augen, sag ich mal ganz vorsichtig. Im letzten Part sind wir im Wunderwald hier stehen geblieben an dieser Wassermühle. Und Chunky kann das Tor aufkloppen. Es geht nicht kaputt, ne? Sieht so aus, ne? Die Risse suggerieren, dass es kaputt geht, aber nee. Und was es hier in der ganzen Gegend bei Nacht zu erledigen gibt, haben wir bis zum jetzigen Zeitpunkt auch schon getan. Allerdings müssen wir noch ein bisschen rüber und nüber wechseln. Zielsuchmunition haben wir auch. Das da, das ist nur bei Nacht erreichbar. Aber ich konnte ja, ne, erst tagsüber das Tor aufklopfen. Denn das ist so sonst nicht zu begehen. Guck mal, dieser Kameraschwenk, ne? Das ist eine Cutscene. Eine kleine Cutscene. Und es gibt so viele Cutscenes in dem Spiel, wo einfach ein Kameraschwenk stattfindet. Ich guck mal, was das hier bringt. Ja, sehr viele unused Cutscenes. Irgendwie so 30, 40 Stück im Spiel, wo sich die Entwickler wohl dagegen entschieden haben. Ah, jetzt kommt die Bude wieder in Schwung. Hat das nicht eigentlich einfach damit zu tun, wie stark die Wasserströmung ist? Also, was heißt hier an und aus? Ja, du kannst bestimmt stoppen, ne? Aber das sieht ja auch aus wie ein stehendes Gewässer, nicht wie ein Fluss. Naja, anderes Thema. Da sind wir mal nicht so pingelig, ne? Ne, es gibt unused Cutscenes, vor allen Dingen die in Donkey Kongs Hütte, weil der ursprünglich im Banjo-Kazooie-Kühlschrank stand. Und ein NPC redete übrigens auch von einem Eisschlüssel. Vermutlich konnte man per Stop and Swap oder wenn es so ein Lock-On-Modul war, wie Sonic & Knuckles, nicht nur Banjo-Kazooie zu Banjo-Tooie tauschen, sondern auch zu Donkey Kong 64 und hier ebenfalls etwas mit dem Eisschlüssel öffnen. Ja, aber scheinbar hatte das ja... Scheinbar ist es ja nicht mehr so gekommen. Ja, was wir hier fragen, ne? Tiny Popeini. Ich muss jetzt nochmal nachvollziehen, was die hier wollen. Also wir kommen raus. Ach so, nee, ist schon gut. Das ist einfach nur der Weg nach draußen. Das soll mir jetzt zeigen, dass Tiny Tiny, so heißt es, wenn die schrumpft, ne, auch nachts hier rein kann, obwohl die Türen dann alle zu sind. Diese Tür. Ach, die muss jedes Mal aufgebrochen werden. Die ist immer zu nachts. Jetzt frage ich mich allerdings, was war denn da? Schon, wenn ich es immer zum Verständnis überprüfen muss, was ich genau da befand. Ja, und dieser Banjo-Kazooie-Kühlschrank im Donkey Kongs Hütte wurde dann auch last minute entfernt. Vermutlich, weil es nicht möglich war, zu connecten. Aber den Kameraschwenk gibt es immer noch. Also, in den Datas. Ja, jetzt sind wir hier. Meine Güte, ich muss gucken, was hier alles verlangt ist. Ein bisschen Kuddelmuddel. Nee, Fragezeichenkisten gehen nur so. Donkey Kong, Tiny. Chunky muss es öffnen. Oh, danke, Bruder. So, der Witz ist, dass man hier diese Fässer hinbringen muss. Aber... Du musst zuerst dieses andere Blechfass holen, das wir eben gesehen haben. Das war mir klar. Aber die Reihenfolge ist leider auch entscheidend, rein aus technischen Gründen. Ja, und bei Donkey Kong 64, ich glaube, da kommen die ganzen
Daten her. Da gab es eine Beta-Version, eine Early-Version. Ich habe es im letzten Part schon erzählt, wo Armadillo noch ein bisschen Sprachausgabe hat und sagt, you never beat me und solche Sachen. Das ist alles in der sogenannten Kiosk-Version, weil Rare eine Version angefertigt hat von Donkey Kong 64, wo man vor Release im Kiosk, das heißt nur so, ne, in Spieleläden und so Donkey Kong 64 schon anspielen konnte. Und da gab es eben ein paar Bosskämpfe. Und ich glaube, dass die Lorenfahrt von Diddy, der ersten Welt, die konnte man in der Demo-Version quasi schon spielen. Und auf dieser Version, die ist natürlich auch im Netz, sind halt einige ungenutzte Demos und so drauf. Warte. Boah, ich bin jetzt echt unsicher. Wie schmeiße ich denn das an? War das nicht schon an? Ich meine jetzt mal mit Donkey. Da geht das Gitter auf, glaube ich. Der Schalter da drin bewirkt auch nur, dass das Gitter aufgeht. Aber wir machen erstmal die Aufgabe vielleicht. Geht dann das Band in Schwung. Und dafür müssen wir hier Folgendes angucken. 2-1-1-3-2. 211-32. Was, Zeit oder was? Das war auf Zeit. Ein bisschen wild. So, und ja, das sind die Einkerbungen auf dem Boden. Wie gesagt, der Donkey Kong-Schalter hier drin bewirkt nur, dass das Tor wieder aufgeht von hier drin aus gesehen. 211, 32. Gut, wenn man so lange Aufgaben hat, also wenn man so viele Hebel hintereinander betätigen muss, finde ich es ein bisschen albern, wenn die Hebelsequenz so lange ist, aber ja, ist das so. Wenn es eine längere und kürzere Hebelsequenz gegeben hätte, wäre vielleicht besser gewesen. Habe ich schon zweimal den ersten betätigt? Ich hoffe. Man kriegt einen Stromschlag, wenn man die falsche Kombination macht. Wie bei den Truhen in Mario 64. Jetzt geht das so an, oder? Das Laufband läuft. Und das erste Fass ist schon drin. Aha. Die Banane kann man sich also nachts abholen. So, und jetzt kann man erst den Chunky-Stuff machen. Ich hoffe, das erste hat noch gezählt. Ah, okay, ja, das ist ein Counter quasi. Natürlich auch ungewöhnlich. Ich glaube, vielleicht sogar gar nicht möglich, dass du schon fast draufgestellt hast, obwohl Donkey hier ist. Und eigentlich das Fass sich ja resettet. Weil du ja zu Kong wechseln raus müsstest. 97, Mann. Und weil es so random ist, hat Lenke hier seine Münzen. Okay, sehen wir hier noch etwas. Ich glaube, jetzt bin ich auf der Seite fertig soweit. Das heißt, wir müssen jetzt nachts hier hin, können diese Banane abholen und Tiny kann auch nachts rein. Klingt doch noch ein Plan, oder? Ich würde sagen, ne? Auf geht's. Kann das natürlich auch so lösen, ne? Man kann es ja auch so lösen, dass man ja, möglichst wenig Tag und Nacht wechselt. Aber ich halte es für klüger, erstmal einen Bereich zu beenden, einfach auch zum Verständnis halten, ne? Alone in the dark. So, da kommt jetzt keiner rein.
Aber es ist Donkeys Banane, oder? Ja. Wie das auch so ist, wenn du mit einem anderen Kong hinkommst, es geht einfach nicht einzusammeln. Also unabhängig der Mod. 98! So, und jetzt... Wenn wir da alles vorbereitet, wir könnten hier nicht durch, wenn wir nicht von innen die Kiste weggeräumt hätten. So. Und wichtig wird da vorne sein. Achso, und nur so kommen wir nachts hier hin. Aber warum Tiny auf die andere Seite muss, ne? Das erschließt sich mir gerade noch nicht so ganz. Machen wir einen Mini-Boss. Aber so mini ist er gar nicht. Das ist der größte Boss neben den normalen Bossen, hätte ich gesagt. Der hat Sprachausgabe. Hm. Ja. Kleine Spiders, wobei eigentlich sind wir nur klein. Da kommt dieser... Der witzig, wenn ich schon die Demo erwähne. Ja, der Zyklop. Das könnte ins Auge gehen. Weil in der Demo hat Dogadon, der zweite Boss, ne? Den Didi bekämpft hat mit den... Ja, diese Dragonfly. Die Libelle, die aussieht wie ein Drache. Ich glaube, das ist derselbe Soundfile, wo er Feuer spuckt und bei jedem Feuerspucker kommt die Rotze von irgendeinem Rare-Mitarbeiter. Aber das klang albern, weil das andauernd kam, ne? Aber hier wird nicht so oft gerotzt. Da klingt es wieder ein bisschen authentischer. Aber ich mag dieses... Oh! So höre ich mich an, wenn ich morgens aufstehe aus dem Bett, ne? Oh! Schon 16 Uhr. Sorry, dass ich mit deinen Kids nicht so gut umgehe. Das ist die beste Variante. Das sind mir die Kristallkokosnüsse wert. Weniger Stress zu haben. So leicht habe ich den gar nicht im Kopf. Den Gegner. Will jetzt auch kämpfen. Na dann, noch einmal mehr. Oh. Eine ganz coole Atmo. Nehmen wir diese Banane dankend an. Mit Demut, aber auch mit Stolz. Und jetzt raus hier. Nintendo. Weißt du was, ich gehe mal ganz kurz rüber, ne? Ich glaube zwar nicht, aber für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich da irgendwas machen soll. Warum soll Tiny wechseln können von dort nach dort? Das ist mir gar nicht klar. Das habe ich irgendwie gerade nicht gerallt. Warum? Warum? Was sucht die hier? Guck mal, hier ist zu nachts, ne? Nur Tiny kann in dem Ausmaß hier hin. Ach, da ist sogar ein Tauschfass. In dem Raum ist ein Tauschfass, hier oben. Ja, aber wozu? Ist mir gerade nicht klar. Oben ist auch noch was. Moment. Da ist noch ein Tiny-Fass auf jeden Fall. Achso. Ist da auch noch eine kleine Lücke? Nee. Was habe ich nicht gerannt? Was habe ich nicht verstanden? Ja, so sollst du zurück. Warum kann man das überhaupt? Warum gibt es dieses Loch?
Ist das so wichtig? Habe ich jetzt irgendwie, bin ich retardet? Tiny hat hier doch nichts zu suchen. Die soll doch nur zu dem Boss gehen. Aber der befindet sich doch gar nicht hier. Nachts. Tagsüber kannst du hier zwar rüber. Ja, aber du bist ja trotzdem nicht beim Boss. So. Also mir erschließt sich der Sinn nicht ganz. Was habe ich nicht bedacht, Leute? Schreibt es in die Kommis, aber ich glaube, ich habe hier alles. Ja. Ich denke schon. Ich glaube, das wär's. In der Ecke. Dann nehmen wir hier noch die Bananen ein. Ach so, kommt Didi hoch. Das hatten wir uns auch gefragt. Hä? Didi hat sogar einen eigenen Bereich? Oder kommt er nur damit auch dahin, wo Lenky war? Nee, ne? Das ist wieder was Eigenes. Jo. Mehr Zielsuchmuni. Wubba! Kann man auch leicht übersehen. Guck mal, der Runterschalter ist kaputt. Winch. Hä? Nee, da ist noch irgendwas. Es geht. Ist hier irgendwie ein Schalter, den ich zunächst betätigen muss, oder? Andererseits frage ich mich, was es bringen soll, ne? Hier, was ist denn hier? Hier ist doch mehr als... Das Ding ist nur noch nicht an. Ah! Aber was bringt das? War ein bisschen fies. Bin ich drauf reingefallen? Je später die Welt, desto weniger kenne ich mich aus. Aber... Kriegen wir locker flockig hin. Ja, ja, da ist ein. Ist dann. Ach ja, gutes. Okay. Nehmen wir mit. Attentat. Naja. War das auf dem Weg nach da hinten? Warum auch immer jetzt nochmal so ein Weg eingebaut wird. Weil wir Gitarre spielen wollen. Weil die Musik so laut ist, dass diese Gitterbox sprengt. Weil hinten ist noch ein Brunnen. Alter, das war die 100. Banane in unserem Let's Play. Wie unspektakulär die 100 war, wa? Auf die Pilze drauf, das ist immer guter Stoff. Und in dem Brunnen, ich glaube, da können wir was machen. Es gibt einen anderen Brunnen. Nee, genau. Warum nicht? Es gibt mehrere Brunnen. Aber der ist nur Deko. Meinst du das ernst? Es gibt einen Ein- und Ausgang. Ja, wenn mich nicht alles täuscht, hätten wir jetzt diesen blauen Weg, ne? Mit der Donkey-Hütte, mit dieser Didi- und Lanky-Hütte und Windmühle. Soweit fertig. Finally. Wir gehen mal weiter, munter. Und das bei Nacht. Uhrzeigersinn, ne? Nach dem grünen Weg und dem blauen Weg kommt jetzt der. Da ist die andere. Der andere Brunnen.
Aber gibt es wirklich drei Brunnen? Hier kann man rein. Ich glaube, dann komme ich bei dem anderen wieder raus. Pass auf. Jetzt geht der Spaß los. Denn dieser Brunnen ist eine Lorenfahrt. Und zwar deutlich schwieriger als die erste. Bekomme 50 Münzen und die goldene Banane ist deine, Chunky. Benutze den Control-Stick, um zu beschleunigen, abzubremsen oder dich nach links oder rechts zu lehnen. A zum Springen. Adieu, hat sie von uns verabschiedet. Er hat uns gewunken. Ja, die... Oh, da waren diese Glocken. Man kennt sie auch aus Donkey Kong Country 2, so eine Art. Die Lorenfahrten. Die aktivieren müssen so. Felsen knallen runter. Jetzt der Profi-Modus. Weil ich aber auch hier sagen muss, das ist erst die... Boom, Alter. Die zweite von drei Lorenfahrten. Also es kommt eine, die noch härter ist. Wir hatten die letzte gemacht, Donkey. Ups. Eine Rückwärtsansicht auf R. Man fragt sich wozu, ne? Schau nicht zurück! Rote Glocken mal bewirken das Gegenteil. Wollen wir nicht. Sie haben wunderschöne Glocken. Wir sind sogar draußen. Schon geil, ne? Schon geil. Furios. Und nicht nur das Ende erreichen, auch genügend Coins collecten. Ne? Das ist... Jetzt kommt der Gegner nicht mehr, weil ich ihn schon... Ah, da kommen TNT. Muss auf so viele Sachen achten. Hä? Na ja, gut. Ja, 50 wird jetzt knapp, leider. Noch was, da geht noch was. Mal ein Preview. Dass die Bäume auch ausgerechnet jetzt umfallen wollen. Wie viel kriegen wir noch? Nein, das wird knapp. Was, ich war zu schnell dafür. Mit Geduld und Spucke. Muss man sich so... Ey, warum ich die nicht bekommen? Okay, Baby. Cool gemacht. Ja, du bist agiler, beweglicher als ich dachte. Kannst mal sehen, Squawks, ne? Begeistert. Schön. Und jetzt komme ich, glaube ich, an den Brunnen raus, wo ich eben dachte, so, hä? Guckst du. Okay. Auch fein. Was ist unser nächstes Ziel? Nächste Destination. Aber es gibt nur drei Wege von dem Beginn an. Pass auf. Und der lilane Weg, der zum riesigen Pilz führt. Dann ist wieder der grüne. Ja, gibt nur grün, blau und lila. Aber im lilanen Weg gibt es auch noch eine Abzweigung. Das ist der Witz. Was haben wir denn hier? Vielleicht war ich hier schon. Ja, der gigantische Pilz im lilanen Weg. Der ist eine Sache für sich. Und dann befindet sich hier hinten noch ein Holzweg. Da bist du aber voll auf dem Holzweg, mein Freund. Flanky. Guck mal.
Ach, ich weiß, was das ist. Na klar, oh mein Gott. Wir können die Welt übrigens nicht komplett lösen auf Anhieb, wir müssen backtracken. Ja, es gibt einen Move, den Cranky uns erst später beibringt. Es wird eine Aufgabe geben, die können wir noch nicht machen. Nicht mal mit schnellerem Wechseln der Kongs. Nee, hat damit gar nichts zu tun. Eigentlich könnte ich den kompletten Bereich mir sparen, oder? Naja, wohl. Nimm mit, was geht. Machen wir es so. Hier wohnen einige Waldbewohner. Eulen, Hasen, Kasplate. Wie viel hältst du eigentlich aus? War schon am Zweifeln, du. Didi Pupidi hat seine Bananenmedaille. Na, das wird noch nichts bringen. Mach einfach mal. Ich guck mal. Okidoki. Bringt noch nichts. Da muss noch Vorarbeit geleistet werden, mein Freund. Da ist eine Diddy-Plattform. Das könnte gehen mit der Eule, hä? Die ist doch nachtaktiv. Wir sind doch richtig, ne? Tagsüber schläft die. Das Leibchen. Tritt an so einem Marathonlauf. Oder Marathonflug. Ich spreche zu niemanden ohne Flügel. Aber da ist jetzt erstmal aufmerksam, nicht wahr? Tiny, tiny. Ist auch wieder so ein Ding, wo ich klein sein muss, ne? Wer hätte es gedacht? Dann kommt Squawk und bringt uns nach oben da. Passt einfach auf. Das hat schon seine Richtigkeit, keine Bange. Krack, krack. Halt dich fest. Lass mich nicht direkt auf meinen Bananen fallen. Damit ich auch schön verpassen kann. Hier gibt's den Samen. Wenn ihr euch entsinnen könnt. Ich habe angesprochen im letzten Part. Schon eingesammelt? Ist er in mir gespawnt? Ich will dir noch zeigen. Wegen dem komischen Geräusch. Ich fürchte, ich habe den direkt eingesammelt. Wird nicht so klar kommuniziert. Oder spawnt er jetzt erst? Das wäre sinnvoll. Na, ich habe den Instant. Wenn du alle Gegner besiegst, spawnt hier der Samen, aber ich habe den schon. Eigentlich kommt auch eine Textbox von Tiny. Aber dann halt nicht. Ja, Mensch. Wenn man Spaß hat, ne, geht so schnell vorbei. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir sehr viel geschafft haben. Aber ein kleines bisschen. Und das nächste Mal geht's in den großen Pilz. Ja, haben wir dann. Ja, dann schließen wir die Welt schon fast wieder komplett ab. Mal gucken. Okay, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben könntet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder, nicht wahr? Gut, haut rein, tschüss. Bis dann und ciao. Ich konnte jetzt nicht mit Tschüss. Was ist mit mir los? Bis dann und ciao.